Und weiter geht's mit einem der schönsten Fische im Game. An der alten Festung heute wieder schön entspannt mit den Fiederruten. Das heißt, schön auf die Basics geht's hier. Und zwar heute auf Schleie. Ja, dann gucken wir doch mal, was denn hier noch so reingeht. Neben den Schleien, guck mal da. Alter, richtig große Giebel und Karauschen gehen auch gerade rein. Ich stehe hier gerade auf, 10 Meter, beziehungsweise hier ein bisschen weiter rechts drüben auf 9 Meter. Und habe hier quasi an die Ecke von diesem Holz geworfen, in diesen ganzen Bereich hier vorne, auf Schleie. Schleie mag gerne solche Komponenten mit Mais, etwas Süßliches oder auch mal Käse, ein bisschen was Eiweißhaltiges. Also das sind alles so Komponenten, die gerne mal ganz gut reingehen. Und ich überlege gerade, ob wir jetzt hier entweder in Richtung Abendstunden nochmal auf den Käse gehen oder ich überbrücke die Nacht, weil in der Nacht lässt das ordentlich nach mit der Schleie. Oder ich überbrücke das Ganze einfach mal mit dem Tauwurm. Und dann gucken wir mal, was da reingeht. Vielleicht ballert ja auch hier mal der Aal rein. Kann ja sein, dass er einfach mittlerweile von da drüben rübergewandert ist. Und jetzt ist er vielleicht hier in dem Bereich. Durchaus möglich. Wer es noch nicht erkannt hat, wir sind hier unten am Fuß. Am Eingang zum Fuß. Auf der Brücke. Einer der ultimativen Oldschool-Spots. Hier an der alten Festung, da ging schon immer mal was, speziell eben auch auf Schleie und auch hier ging auch mehrfach schon Aal. Aal hatte ich hier, sogar hier an der Seite auf Matchroute, da schon die Trophy gefangen. Also hier in dem Bereich, hier war sonst immer an diesem Holz, immer an das Holz werfen, ganz klassische Stelle auch fürs Aalangeln. Und dann geht das hier schon mal ganz gut ab. Oder ja, wie gesagt, dann mit Schleie. Manchmal gehen ja auch Amure rein. Und das Schöne an der Stelle ist, dass im Idealfall die Fische eben exakt auch in diese Richtung hier schwimmen und hier gar nicht mehr rauskommen. Heißt also, wir müssen echt zusehen, dass sie nicht mal zufällig unter der Brücke her schwimmen. Dann wird das schwierig, denn dann ist alles offen und dann müssen wir rennen. Aber solange die hier alle sind, easy. Ganz entspanntes Ding, da können wir hier schön rausziehen und mal gucken, was so geht. Bisher, ich bin jetzt 8 Minuten hier an der Stelle, habe vorher noch ein bisschen rumprobiert, ob nicht auch ein bisschen was in Richtung Hecht geht. War dann deutlich zu wenig und da habe ich gedacht, komm, Alter, dann teste mal ein bisschen noch Fiedern. Da geht doch bestimmt was, ja, und es ging halt direkt los hier erstmal mit Karauschen, mit Giebel. Und dann ging es auch langsam los mit Schleie, denn ich habe natürlich auch Schleienfuttermische verwendet. Und Schleienfuttermische wirkt eigentlich auch immer ganz gut. Die Original-Schleienfuttermische sozusagen, die haben wir jetzt hier noch drauf. Man kann natürlich auch noch überlegen, wenn wir doch hier jetzt gerade schon so mit Honigteig unterwegs sind, ob man nicht auch das noch mal so ein bisschen pimpt. Einfach noch mal mehr in Richtung Honig dann gehen und dann gucken, ob das nicht irgendwie wirkt oder vielleicht sogar einfach noch besser wirkt. Wäre doch nicht schlecht. Na, komm ran hier. 1,8. Sehr schön. So, und wieder raus damit. Schön da vorne vor das Holz. Ja, lübt. Und dann gehen wir jetzt hier schön entspannt in die Abendstunden. Einfach auch ein cooles Szenario hier. Schön mit dem Nebel auf der Brücke. Entspannt ein bisschen angeln. Zwischendurch noch ein Käffchen und dann lübt das schon. So. Machen wir mal Licht an. Ja, ich glaube, ich werde jetzt noch so bis 23 Uhr hier erstmal ein bisschen durchziehen. Bis 23 Uhr. Und dann nach 23 Uhr kommt dann der Wechsel. Ja, ich denke, ich werde einfach mal 3 Routen auf Tauwurm hier auslegen. Die Routen sind noch relativ entspannt aufgebaut hier. Ich bin mit 6,4 Kilo immer noch unterwegs. Das ist ungefähr, nee, das ist sogar exakt das Setup, was ich auch im letzten Brassenvideo verwendet habe. Ich verlinke das Brassenvideo am besten nochmal. Der Spot sollte auch immer noch funktionieren.
Also hier geht's entspannt nochmal mit dem Honigteig. Honigteig ist nicht so leicht herzustellen. Dafür braucht man schon einen gewissen Skill. Ich guck mal eben, ob man das eben sieht. In der Küderbeschaffung, da brauchen wir dann Quark, 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 Zuck, Erbse und so weiter. Mais. Na, wo haben wir den Honig? Quarkteig, hier unten ist das. Honigteig. Nach den Fischfetzen erst. Das ist ein ganz schöner Weg bis dahin. Das heißt also, auch das ist nicht unbedingt etwas für jemanden, der hier denkt, boah, geil, Alter, endlich Level 12, ab zur alten Festung. Nee, nur weil man da hin kann, heißt das noch lange nicht, dass man da auch effektiv fängt. Gerade wenn man frisch Level 12 ist und weder Lust hatte, Angelfutter zu skillen, noch Lust hatte, Köderbeschaffung zu skillen, ist alte Festung keine gute Idee. Dadurch einfach länger und weiter am Windenbach bleiben, am Moskito bleiben, weil man da auch easy alles rausziehen kann ohne Angelfutter. Ohne besondere Köder. Da hältst du einfach nur einen Wurm rein und dann lüppt da der Lachs. Deswegen Angelfutter skillen, Köderbeschaffung skillen, Punkte rein investieren. Auch das ist wichtig, zumindest bei der Angelfutterzubereitung müssen hier 5 Punkte irgendwann rein. Dementsprechend braucht ihr ja eh noch ein paar Level, um dann da Punkte investieren zu können. Ja, und dann irgendwann geht man zur alten Festung und dann zieht man hier auch ein bisschen was raus. Kann auch sein, dass das erst so mit Level 20 plus ist. Zack, da geht noch einer schön rein. Na, Viertel vor elf. 1,6er Karausche. Ja, nehmen wir mit. 1,6er Karausche, auch hier. 1er Haken groß, genau. Und gib ihm. So, ich glaube, ich werde gleich in der Nacht, wenn es gleich so ein bisschen Flaute ist, werde ich gleich nochmal eine Futtermische bauen, beziehungsweise, wisst ihr was, die bauen wir jetzt, dann habt ihr auch noch ein bisschen was davon. Und zwar gucken wir einfach nochmal eben rein hier in die Futtermische für Schleie, Original Schleie. Die ist total simpel, gar nicht spannend. Warum die olle Schleie auf das hier geht? Eigentlich sind hier wirklich nur Hanfsamenöl wirklich interessant, Maismehl vielleicht nochmal interessant, Paniermehl, Tja, gibt das so den Kick? Das heißt, wir haben theoretisch, wenn wir das jetzt nachbauen in der Kombination, 3 Möglichkeiten, 3 zusätzliche Komponenten, die wir adden können. Also, wir behalten mal Maismehl, Paniermehl und ich glaube auch Hanfsamenöl ändern wir schon. Maismehl und Paniermehl. Das nehmen wir jetzt als erstes. Wir gehen in die Kugeln, fangen an mit Mais. Mais, immer eine gute Idee für Schleie. Funzt immer wieder gut. Mais hat auch immer ein bisschen was Süßliches. Es gibt ja auch so Mais-Sirup, wird ja auch hergestellt und solche Sachen. Also es gibt immer so eine süßliche Komponente im Mais. Dann nehmen wir hier mal das Paniermehl, wie auch in der Originalmische. Und jetzt haben wir ja Honig. Honig nehmen wir auch gerne, da gucken wir mal eben rein. Es gibt hier Berghonig, Bergfeedpellets, Berghonig-Feedpellets nehmen wir einmal rein. Was auch immer gut ist, wie gerade schon gesagt, Komponenten, die so ein bisschen was Milchiges haben. Zum Beispiel Sahne. Also, und weil wir ja eh gerade so ein bisschen süßlich unterwegs sind, gucken wir hier nach süßer Sahne. Hier haben wir süße Sahne-Feedpellets, dann nehmen wir mal die großen, die 8er. So, dann sieht das Ganze schon mal richtig gut aus. Und weil ja Mais so gut funktioniert, adden wir hier einfach nochmal Mais. Zack. Einfach Maiskorn. Machen das Ganze hier am Schluss nochmal mit Honig rund. Hier könnte man jetzt natürlich auch einfach eine andere Komponente nehmen. Wenn man irgendwie eine Komponente noch nicht hat, dann oder freigespielt hat, dann verwendet man hier vielleicht die Originalkomponente. Oder zur Not nimmt man einfach Sonnenblumenöl da rein. Das ist relativ neutral. Und dann lüppt das auch. So, dann machen wir das Ganze hier. Schleie plus Honig. Und dann haben wir hier eine super Schleienmische mit Honigaromatik. Und so ein bisschen was Sahniges dabei. Creamy Honey. Richtig geil. So, anfertigen. Davon mache ich direkt mal 2 Stück.
weil das Ding ist mit Sicherheit richtig gut. Da geht einiges. Auch an anderen Gewässern bestimmt. Sowas so für Schleie. Das kann man bestimmt auch am Bärensee verwenden. Vielleicht sogar für die Goldschleie. Durchaus eine Option. Na, guck mal hier. So, jetzt haben wir schon 0 Uhr. Ich baue jetzt hier mal um auf den Tauwurm. Gleiche Entfernung. Die Route, die ist so nah dran hier, die habe ich nur auf 9 Meter. Und hier geht es so langsam immer weiter weg von dem Brett da hinten, wo ich hinwerfe. Und deswegen gehen wir da dann auf 10 Meter. Puh. Aber es scheint immer noch hier zu funktionieren. Es scheint hier noch zu funktionieren. Immer noch eine ganz winzige hier. Ich baller jetzt schon mal die neue Schleie mit rein. Machen wir mal, suchen wir mal nach Honig. Siehst du, Schleie plus Honig. Habe ich hier sogar schon mal. Ist die ähnlich. Hier ist sogar noch Schmelzkäse mit drin. Auch eine Komponente, wenn man zwischendurch noch Bock hat, auf den Käse zu gehen. Honig, Schleie. Hier ist nochmal Hanf mit drin. Auch das ist eine gute Komponente. Hanf funktioniert auch immer mal wieder. Und hier haben wir jetzt gerade die gerade eben hergestellte mit Berghonig süße Sahne. Genau, das benutzen wir so. Nein, nicht so, sondern so. Also, raus damit. Zack, das werfen wir jetzt direkt nochmal zweimal rein. Halt, und ich wollte ja hier auch den Köder ändern. Schleien können auch auf Tauwurm. Schleien können auch auf Tauwurm, von daher ist der Tauwurm gar nicht so verkehrt. Wenn ihr eine Stelle habt, wo dann der Tauwurm auf einmal als Köder funktioniert, dann kommt natürlich in die Futtermische richtig gehackte Würmer. Fertig. Dann lässt man einfach mal vielleicht die süße Sahne weg, dann macht man da den Tauwurm rein als Köder, beziehungsweise dann die gehackten Würmer als Feed mit rein. Und dann kommt da vielleicht noch Hanf mit dazu. Irgendwas, was vielleicht nicht ganz so süßlich ist. Ein bisschen Würze noch reinbringt. Zack, ab dafür. Oder man macht einen Maden mit rein. Und sowas alles. So, also, das haben wir doch jetzt hier. 18 Minuten an der Stelle. Sieht auch schon ganz vernünftig aus. Kann man machen. Wenn man hier natürlich mit einem kleineren Set steht, geht da bestimmt auch noch. Na, was heißt, es geht mehr, aber man ist halt ein bisschen mehr beschäftigt, ne? Wenn da so ein Fisch reingeht. Im 1-2 Kilo Bereich, dann ist man da vielleicht schon eher so ein bisschen auch im Drill. Und dann braucht das alles natürlich ein bisschen länger. Jo, die Nacht über, wie gesagt, kann jetzt Flaute sein. Es können, wie gesagt, zwischendurch Aale reingehen, vielleicht mal ein paar Schläfer grundeln und ähnliches. Im Großen und Ganzen ist es das, glaube ich. Was kann man noch testen und wo kann man noch auf Schleie gehen? Gehen wir nochmal schnell die wichtigsten Spots durch. Also, neben Also ich sag mal, im Fußbereich hier haben wir neben der Stelle hier noch eine Stelle, auch so auf knapp 8 Meter. Dann haben wir hier noch eine Stelle, ungefähr um die 10 Meter herum. Und wir haben hier auch nochmal um die 10 Meter herum eine Stelle. Also alleine hier haben wir dann schon 4 Stellen im Fuß, wo man gut auf Schleie testen kann. Da kann man quasi schon mal 3-4 Tage Real Life nur hier am Fuß verbringen, um hier abzusuchen, was hier alles geht. Seht das einfach als kleines extra Gewässer. Nehmt euch schön viel Zeit, testet verschiedene Stellen, verschiedene Köder, verschiedene Wetter, wo denn was funktioniert. Vielleicht ist ja auch das nächste Sonnenwetter deutlich besser für die Schleie, als jetzt hier so ein olles Regenwetter. Kann durchaus sein. Nächste Möglichkeit ist hier hinten. Da sind alles voll Seerosen, einfach vor die Seerosen. Bisschen aufpassen, Verhakungsgefahr, aber in der Regel geht das hier auch ganz gut. Dann haben wir hier noch eine Stelle für Schleie. Hier machen die, das Schilf macht hier so eine kleine Rundung. Auch das hier oben eine super Stelle für Schleie. Und ich sag mal, ansonsten noch klassisch ist hier, wo der alte oder klassische Aalspot ist. Da habe ich zum Beispiel meine Schleien-Super-Trophy gefangen. Und hier geht das auch noch ab und zu immer mal wieder als Beifang. Wobei hier auch immer mal wieder die Karpfen und Amure reinballern. So, ich glaube auch jetzt haben wir alles wieder durch. Wir haben eine Futtermesche. Ganz klar, wieder mit Abwandlung und auch am besten erst dann hierhin, wenn man weiß, wie das alles funktioniert und wenn man das alles hat. Wenn ihr noch nicht so weit seid, zurück, Windenbach, Moskito, Kohle machen, die Kohle verarbeiten ins Skillen, in den Berufen sozusagen. Und
dann erst hierhin, wenn ihr soweit seid, denn dann lübt das auch und dann macht man auch ein bisschen Cash nebenbei. Gerade heute wieder am Windenbach oben in der Kurve, da geht es wieder mächtig ab. Also man kann da einfach auf Wurm ohne Köder oder Futtermische kann man halt richtig gut fangen. Jo, jetzt ist wie gesagt ein bisschen Flaute hier in der Nacht, von daher machen wir einfach Schicht, würde ich sagen. Petri, ihr Lümmels, gönnt euch ein paar Schleien, einfach ein geiler Fisch. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags. Freitags immer Wettangeln, da geht's ab. 19 Uhr, Petri.